Ja, Moment, Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind im 2 gegen 8 Modus unterwegs, Leute, mit ein paar Leuten aus der Community. Ich habe ein bisschen als die Wegweiserin gespielt und Talita gibt sich mal wieder die Ehre mit ihrem hübschen neuen Outfit. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein, Leute. Viel Spaß mit den Runden. Talita, starten sogar direkt hier am Gen. Jetzt ist ja gerade wieder der Gen-Typ. Einmal ein Billy. Die anderen Leute sind vor uns, das ist eigentlich ganz schön. Der Billy da. Hat er sich direkt eingesnibbelt. Leid ist auch hier. Wieso sind beide Killer hier bei mir? So, let's go. Welchen Killer du am nächsten in den Bonus gesetzt? Der Todesbote. Ich würde sagen, ist aber auch von denen so. Ja, obwohl Trapper sieht man auch selten, ne? Aber ich würde sagen, so generell ist der Todesbote auch irgendwie einer, den man auch selten sieht. Der auch nicht sonderlich strong. Beide hier? Ne, nur der eine bleibt, ne? Ja. Spirit siehst du am wenigsten. Ah, echt? Okay, crazy. Junge, ich komm auch einfach nicht weg von denen. Bengel immer noch hinter mir her. Geh direkt! Ja, kein Terrorradius mehr. Ja, häufig den einen Killer, der mit der Glatze. Weiß nicht, wovon du sprichst. Echt den Geist? Die siehst du am häufigsten? Also in den Runden, wo ich jetzt hatte, haben echt viele auch den Blight gespielt, muss ich sagen. Mal schauen, ob wir hier mal gleich an den einen Generator rangehen können. Kling! Oha. Was hat Gönjamin dir getan? Bis auf den Namen.
Das ist der zweite Skillcheck, den ich jetzt hier habe. Wait, Franzi wurde gerade schon wieder erwischt. Wie hat sie das denn geschafft? Die war doch gerade noch bei mir. Das ist wild. Nice, die Aufgabe ist durch. Kling. So heftig gewesen, dieser Boost jetzt schon wieder. Crazy. What? Frechheit. Easy life, easy game. Noch niemand gerippt sogar. Crazy. Ist er da weggegangen? Ne. Ist der andere down gegangen, leider. Ich bräuchte erstmal einen Heal am besten. Billy ist da links. Noch jemand down. Geil, beim Ausgang ist der eine gerade hochgekommen. Ach, ist leider tot. Okay. Lul, ich habe einfach den pinken Schlüssel gefunden. Jackelson, kein Problem. Für die Community bin ich da immer da. Extra drin geblieben bis zum Ende. Hier Reparaturboost, damit du schön den Gen fertig kriegst. Naja, gar kein Problem. Ah, wie geil. Schönes Ding. Hat sich gelohnt, rüberzulaufen. Schlüssel bekommen noch und Jackelson nochmal vom Haken geholt. Ich hätte auch einfach gehen können. Aber das wäre nicht so gut gekommen wahrscheinlich. Ich glaube, das hätte er mir übel genommen. Azarovs. Okay, mal schauen, welches Duo uns diesmal erwarten wird. Zack, einfach mal hier zum Gen laufen. Huntress incoming, mal schauen, mal schauen. Spirit war heute noch gar nicht. Und Geisty auch noch nicht. Das war doch mal schön. Ah, Yejarin. Oder der Elch. Alles das Gleiche. Mal schauen, wer denn der zweite Killer ist. Franz hat einen auf den Deckel bekommen.
Der outrunnt sich ja selber schon fast. Einfach selbst outsmartet. Ich würde den Gen schon gerne machen. Ist das Problem? Er geht weg, okay. Dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Gehen wir wieder ran. Ich kann mich selber boosten. Ah, zu zweit sollten wir es schaffen. Großartiger Skillcheck gibt eh nochmal 3% direkt auf den Nacken. Jetzt kriegen wir natürlich keine Skillchecks. Alles wie immer. So, ich würde jetzt echt gerne mal wissen, wer ist denn der zweite Killer? Was hat der Baum dir getan? Nächster Gen ist durch. So, Leute. Komm mal hier mit ran. Wenn der andere noch kommt, würde ich meine Fähigkeit aktivieren. Der kommt nicht, dann aktiviere ich sie trotzdem. Was wollen die tun, hä? Huh? Mal ein bisschen schneller. Ah, der Trapper nochmal. Okay, okay. Den Trapper einfach noch gar nicht gesehen, gehört. Ah ja, da. Alex hat aber eine Falle gefunden, Leute. Sehr gut. Bestimmt mit Absicht, um mir zu zeigen, wer der Killer ist. Wäre halt geil, wenn wir das jetzt durchgezogen hätten, aber es war leider ein Random. Den Randys vertraue ich ja nicht. So, unser Ult ist gleich schon wieder durch. Sind dann auch schon bei 5 gemachten Gens, wa? Der Bengel schon wieder. Da muss ich aber mal los hier. Wieder hinterher. Muss einmal aber meinen Weg ändern. Kommt auch durch. Hat Vision auf uns, geht aber weg. Okay, der hat irgendwie nicht so wirklich Bock auf uns, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, was wir ihm getan haben. So, komm du mal da runter. Was ist hier los, huh? Einmal hochheilen. Dann würde ich nochmal gerne an den Generator rangehen. So ist ja nicht. Der Gen Rush spielt sich nicht von alleine. Wofür bin ich hier der Gen Rusher? So, lass mal rüberlaufen. Zwei Gens brauchen wir noch. Kenshin ist irgendwo dran. Hier nicht. Dann gehe ich hier ran. Ich sehe den Trapper mal zur Abwechslung. Ah, schön, schön. So. Any Gen Rushers? Nice. Mal einen kleinen Boost gönnen, ne? Zack, großartigen Skillcheck getroffen. Ich nicht. Nochmal den Buff. Da kommt er schon wieder, der Bengel. Oh, da ist ja noch ein Bengel. Umgeben von Bengeln. Renn ich gerade schon wieder jemandem rein? Ne, ich glaube nicht. Der Trapper hat nur Augen für die Michaela. So, hey Nesca, moin moin, na? Der ganze Chat ist voller Bengel. Einer schlimmer als der andere. Okay, geil. Das hier ist schon der letzte Generator, Leute. Bitte jetzt nicht zu dem Gen. Du siehst doch, dass ich hier arbeite. Let's go!
So, da hat der Trapper sich nochmal jemanden gesnibbelt. Ich würde sagen, wir rennen da vorne hin. Und noch niemand tot bisher. Oh, jetzt hat er Alex erwischt. Und Alex ist tot. Oh, gejinxt. Rap. Crazy. Aber man muss schon sagen, ne? Es kommen wirklich immer... Oh, Alex, hallo. Haha, du bist tot. Ah, danke für die Taschenlampe. Da kommt er. Schnell raus hier. Oh, herrlich, Leute. Geil. Wurden wir überhaupt verletzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Taschenlampenlieferdienst. Ihr liefert wie bestellt. So, die anderen, das sieht aber gut aus. Die müssen eigentlich auch noch rauskommen. Wenn jetzt nicht irgendjemand noch in irgendeine random Trap reingeht. Franzi ist am anderen Ausgang. Oh, schafft sie es nicht mehr? Oh oh. Ja, es sollte klar gehen. Franzi sollte raus sein, Leute. Later! Oh. Oh oh. Oh! Wie war das mal mit den random Traps? Ey, wie bitter ist das denn? Einfach die einen noch weggenudelt hier. Die Nancy wurde noch erwischt. Oha, GG. GG. Okay, die gestörten Abteilung. Hallo Maus. Na, wart ihr schön draußen? So, dann mal ran hier. An den Generator. Direkt rein hier. Blutpunkte snibbeln. Man kennt ihn. Skillchecks. The Progress. Let's go. Los, Mates. Macht Skillchecks. Danke, geht doch. Sehr gut. Strong, strong. Mal gucken, gegen welchen Killer wir dürfen. Miau. Oh wow, oh wow, GG Grins. Komplett falsch eingeschätzt, wo ich bin. Kommt der Trapper Tony. Trapper ist damit tatsächlich bisher der meistgespielte Char, den wir heute hatten. Gegen uns. Hm, was mache ich denn? Da ist die Jägerin. Ne, da ist die Jägerin. Keine Lust. Okay. Dann machen wir hier mal einfach den Generator weiter. Irgendwann muss es ja tun. Schauen, wie lange Twitch braucht, um das zu ändern. Meistens geht es doch relativ schnell, oder? Trapper ist auch hier. Beide Killer bei mir. Ja, wieder beide Killer. Der hat den Jen gekickt. Nice. Kommt aber hinterher. Mal schnell die Etage wechseln. Oh! Moin sehen. Hier drüben war noch eine Palette links. Ja. Ziehen wir schnell. Und da muss ich aber mal ganz schnell hier los. Die hat jetzt aber auch Bock auf mich. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Habe ich irgendwie so eine Salami
hier aus der Hose hängt, hat die mich so jagt? Oder wie? Oh wow, ich trampel einfach in so eine richtige Random-Falle. Das gibt's doch wohl nicht. Egal, Leute, gar kein Problem für mich. Ich bin Profi. Ich weiß genau, was ich tue. Ah, wie ist das denn passiert? Wie bin ich denn da nicht reingetrampelt und sie schon? Ach, zu geil. Ich sag ja, ich bin Profi, ich weiß, was ich tue. Ja, Sable, dankeschön. Das ist einfach typisch Sable, Leute. Ich sag's, wie es ist. Immer diese Randoms. Oh, nochmal jemand in der Falle. Das Fallen-Game ist stark hier in dieser Runde, muss man sagen. So, let's go. Ich hab eine Salami in der Hose, ja. Oh. So, weiter geht die wilde Wahnsinnsfahrt. Ich würde jetzt gerne mal wieder an Jen ran, Leute, weil es sind nur noch zwei. Aber nicht an den. So, jetzt kommt der Trapper aus diesem Gebäude. Ich weiß ja nicht. Aber das macht mir so ein bisschen Sorge, dass das Ding komplett zugetrappt ist, wenn ich ehrlich bin. Oh oh. Oh, sie wieder. Jägerin, komm. Folgt mir wieder unauffällig. Keine Lust. Oh, die hat jemand anderen gesnackt. Oh mein Gott, ich bin schon wieder in eine Falle rein. Aber Leute, kein Problem. Ich weiß genau, wie ich... Ich muss hier nur diesen einen Draht einmal kurz... Ja, genau. Und dann bin ich frei. Wie viele Fallen wollen sie mitnehmen, ey? Friends, ja. Okay, okay, okay. Wen haben wir denn hier jetzt wieder baumeln? Hallo, guten Tag, Sir. Kommen Sie da bitte runter. Okay, okay, wir müssen mal ein bisschen die Gens pushen, Freunde. Die Leute fallen mir gerade zu schnell um hier. Andauernd ist irgendjemand am Haken. Oder in diesem Käfig oder was auch immer das ist. Jetzt müssen auch mal die Gens müssen mal bespielt werden hier. Let's go. Der eine Killer hat einen roten Ping. 130 bestimmt die Jägerin. Ping Abuse auf der Jägerin. Wie immer. Die Jägerin. Einfach easy win. Dankeschön. Da ist sie. Trapper ist auch wieder hier. What? Gibt's doch nicht. Okay, beim dritten Mal hat er mich erwischt. Ich bin einfach schon in die dritte Falle reingetrampelt. Nope. Lass it. Okay, wir sind aber das erste Mal am Haken. Und das macht uns nur noch wütender. Das gibt mir nur mein Gen-Progress-Gedönse. Okay, jetzt hoffe ich mal, dass irgendjemand hier helfen kommt. Hallo, Sie da vorne? Hier, 3 Meter neben Ihnen hängt jemand, ein Gen-Rusher. Wie wär's, wenn Sie helfen? Was ist mit den Leuten? Das ist einfach wild. Du willst das Shirt von der... Das Shirt ist cool, oder? Und richtig cute mit der Katze, die da hinten so auf dem Drachen sitzt. Es muss Alex verletzt angerannt kommen, damit ich gerettet werde. Das ist doch wirklich traurig. Die Leute wollen dann wirklich komplett trollen. Die Kate, Leute, die Kate. Wieso ist die nicht kurz hergekommen? Ich hätte so entspannt einmal kurz mich da anhocken können. Na gut, welcher Generator wurde gerade gemacht? Ich glaube, wir hatten hier drüben noch 2 Gens, kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5, ja, genau. Dann würde ich versuchen, den hier jetzt weiterzumachen. Die Fallen liegen hier. Wow. Einmal tanken. Was? Ah, Hilfe. Die sah so motiviert aus zu tanken. Stand da einfach so mitten im Raum. Dachte, jetzt wird mir geholfen.
falsch gedacht. Woo! Oh, sagt die Jägerin. Und ich sag, nimm das. Okay, ich gehe wieder zurück zum Jen. Die andere Person wurde weggegangen. Ah, das war Alex. Okay. Die hätte auch meinen tanken können für mich. Das ist jetzt ärgerlich. Gerade der Trapper würde auch noch kommen. Oh. Zieh durch. Oh mein Gott, die hat mich komplett geplayed. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich wollte jetzt das nur early droppen, damit ich hier wegkomme, wenn ich ehrlich bin. Ich muss mal einen anderen Generator. Ich werde den dann nicht schaffen. Jetzt habe ich natürlich die Checkpalette gezogen. Jetzt geht sie weg, ne? Das Problem ist, von den anderen Leuten ist auch niemand am Generator offensichtlich. Wie kann es denn sein, dass die bei mir ist und 7 andere in der Zeit vom Trapper gejagt werden? Was ist hier schon wieder los? Kommt schon, Leute! Einmal jetzt nochmal hier den Gen Rush. Diese Säbel! Eieiei. Hallo, Böhnchen. Moin, moin, ne? Danke. Da kommt Alex angerannt. Nächste Person ist down. Ich verstehe das nicht, wie das sein kann, dass alle 8 Leute in der Jagd sind, offensichtlich. Die Gens sind vor allem noch so schön weit auseinander. Jetzt sind 3 Leute gerade gestorben. Und die Sable rennt einfach hier wieder am Generator auch vorbei. Es juckt sie gar nicht. Generatoren? Brauchen wir die wirklich? Ich dachte, das wäre eine urbane Legende. Da kommt noch jemand. Das ist nicht wahr, ehrlich. Die Sable hat ihn schon wieder mitgebracht. Ich sag's, wie es ist. Du musst eigentlich aus jedem Game, wo eine random Sable ist, muss einfach disconnecten. Du weißt einfach nicht, was für eine Wundertüte du da bekommst. Meistens ist einfach Code in der Wundertüte. Es kann doch nicht sein, dass die Runde noch geschmissen wird. Vier Leute down. Es ist insane. Das ist echt insane. Bis gestern kurz nachdem du Hallo gesagt hast, AFK gegangen. Weil du noch Dinge tun musstest. Dinge also, verstehe. So, jetzt ziehen wir durch. Geht doch. Ich geh dort, nee, warte, da geht die andere hin, dann geh ich hier lang. Dachte, die gehen bestimmt hier hin, weil der halt direkt daneben ist. Er hat schon fürs Endgame abgetrappt, Leute. Er hatte hier so ein paar random Traps. Da hatte ich schon ein bisschen Panik. Die anderen sind aber auch nicht am Ausgang. Ein Ausgang, wo war denn der eine Ausgang? Also der eine war da hinten links, aber müsste... Ah, da ist der andere. Das gibt's nicht. Okay, jetzt sehe ich zumindest, wo die Mates sind. Ich brauche alle 4 Versuche. Gottes Willen, oh. Das ist so crazy, wie oft ich einfach eine Falle getappt bin, diese Runde. So, die Sable ist tot. Lang lebe die Sable. Ich hab so Schiss, dass ich noch mal eine Falle tappe. Der Typ ist einfach eine Legende.
Der ist einfach komplett in meinem Brain drin. Moinsen. Ich hab's wirklich rausgeschafft. Oh mein Gott. Willst du mir noch hochheilen? Für die Points. Die Sable da hinten. Könnten wir nochmal helfen gehen. Aber die ist wirklich sehr, sehr weit weg. Lächerlich, dass ich noch lebe. Gar nicht, Junge. Ich habe die ganze Runde hier auf meinen Schultern gecarried. Habt ihr das eigentlich mal gesehen? Imagine, 7 Leute wurden von dem Trapper hingehalten. Was wäre passiert, wenn die Jägerin auch noch mitgespielt hätte, wenn ich die nicht andauernd am Arsch gehabt hätte? Dann wäre die Runde schon 10-mal vorbei. GG, ey. So, das soll es dann auch für heute erstmal gewesen sein. Der gute alte Gen-Rusher, Leute. Hat auf jeden Fall teilweise sehr gut funktioniert. Ich hoffe, euch haben die Runden Spaß gemacht. Und falls dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Ich bin auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder mit am Start. Ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin macht ihr euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Und Dankeschön natürlich auch an die Jugendstilfee für den krassen Support. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.